Da bin ich wieder. Begrüße euch total und recht herzlich hier in dieser sogenannten Star Wars Lounge. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, 40 Jahre ist vorbei. Wir sind keine Self-Darsteller oder Selbstdarsteller, wie Frau Merkel das immer sagt. Ach, sie sitzt nett. Nein. Wir sind eine Fachfirma. Wir machen Film. Wir machen Werbung und so weiter und so fort. Wir sind eine richtige Firma, die also richtig Werbung macht. Richtige Werbungsfilme und die natürlich nicht zeigen dürfen, weil die Auftraggeber ihre Sachen selber zeigen. So, auch Star Wars. Man war Star Wars involviert, man hat gearbeitet, jetzt hat man sein Alter. Man ist zwar noch nicht so alt wie Harrison Ford oder George Lucas, aber man ist so kurz dran. Na? Die Damen, also die beiden sind 15 Jahre älter, dann könnt ihr nachrechnen, wie alt ich jetzt bin. Also sie sind 15 Jahre älter. Und wenn ich jetzt hier so in dieser Ruhmeshalle Star Wars noch stehe, die jetzt immer weniger wird, weil wir keine neuen Figuren besorgen, wir haben auch nichts mehr mit Figuren so auf diese Art und Weise zu tun. Wir werden versuchen, beziehungsweise ich werde versuchen, diese hier nochmal zusammenzubekommen, ja, und dann auszustellen. Das ist so, weil wir ja auch Modellbau anbieten. Wir haben natürlich auch Modellbau angeboten, aber das ist in der heutigen Zeit hier in dieser Region nicht möglich. Wir haben hier eine sogenannte Region von fast 6000 SGB-2-Kunden, die halt sich diese Figuren nicht leisten können, nicht wollen oder können oder keine Ahnung. Sind auch mehrsprachig, wir haben 55% mehrsprachige Bürger, die also nicht so zugänglich sind für Star Wars oder andere Figuren oder sonstige. So, diesbezüglich ist nicht negativ, es ist positiv gemeint. Wir müssen uns darauf einstellen, ich muss mich darauf einstellen und muss mal schauen, welche Sendung jetzt gemacht wird. 40 Jahre Star Wars war, 40 Jahre Film, 100 Jahre UFA-Film, worin wir jetzt, wie gesagt, auch 40 Jahre zugehören, zu UFA, beziehungsweise zum Film, zum Theater und so weiter. So, es hat sich vieles verändert. Auch unser Eins verändert sich. Jeder kann, und wir freuen uns jedes Mal, wenn viele, die durch diese Videoclips aufmerksam wurden oder ey, du hast einen Shop, du hast einen Star Wars Shop und so weiter. Aber wie gesagt, es lohnt sich nicht mehr als Shop, es lohnt sich nicht mehr anzubieten, es geht online. Wir haben uns viele Fachgeschäfte angeschaut, die gibt es gar nicht mehr, wir haben gestutzt, die sind leer. Auch Spielwaren, wir haben hier nebenan jemanden, der macht das auch nur noch online und benutzt diesen Raum dort. Man kann reingehen, gucken, aber es geht kaum einer rein. Gucken, wenn, dann wird da irgendwie Playmobil oder irgendwas gekauft. Ja, so ist es nochmal. Wir wollen ja gar nichts verkaufen. Das ist ja Dekorationsware. Wir brauchen das für Film. Wir brauchen es für Kulissen. Das sind Kulissen, die hin und her geschoben werden, verändert werden. So wie jetzt diese Kulisse hier in dieser Star Wars Lounge. Mit einem schönen Beitrag, den ich hier eingearbeitet habe. So, wie gesagt, wir haben hier fest bemalte, handbemalte Star Wars Figuren für Dioramen. Wir stellen auch Dioramen her. Wir haben viele Aufträge hier für solche Dioramen, die jetzt hier an der Wand hängen, die dann zu Weihnachten abgeholt werden. Wir sollen jetzt ein Diorama erstellen von Evo. Machen wir, wenn nicht abgeholt wird, ist nicht schlimm, dann bleibt das hier hinter hängen. Ihr alle kommt in den Genuss, filmischen, ihr kommt in den filmischen Genuss, sich dieses anzuschauen. Wir haben ja alles. Es ist ja alles da. Ja? Wir haben die Cosplay und so weiter. Nur das Problem ist halt, dass hier in dieser Rubrik, deswegen habe ich das vorhin gesagt, SGW 2 und so weiter, oder mehrsprachig. Wir sind ein internationales Fachgeschäft, international. Hier waren schon welche aus Malaysia, The First Award, ja, Sänger und so weiter. Vorgestern war noch ein Kollege da von Achtung Kontrolle, RTL. Ja, gestern war auch noch eine da von RTL. Blaulicht, Report und all solche Sachen. Wie gesagt, Problem, echtes Problem, was soll man euch zeigen? Ja? Wir können uns über Figuren unterhalten, machen aber andere auch schon. Ja? Es wird gesucht, etwas zu machen, was andere nicht machen, aber das wir dann machen. Ihr seid weiterhin total recht herzlich eingeladen, samstags hier zu erscheinen. Ja? Samstags wird hier auch Bedarf aufgemacht. Ich hatte heute wieder fröhliches Publikum. Ja, fröhliches Publikum.
die auch gesangsmäßig einiges gemacht haben, weil die gleich einen Geburtstag feiern, zweimal 50 Jahre, macht 100 Jahre, ist klar. Lohnt sich dann irgendwie was zu machen. Da wurden dann auch Verse, Texte auf ein gewisses Lied umgearbeitet und die werden das dann gleich vortragen. Haben davor noch einen leckeren Kuchen gemacht. Da freue ich mich auch gleich drauf auf den leckeren Kuchen. Also meine lieben Freunde, ihr seid hier nun mal in einem Spezialhaus, ein Medienkopiehaus, ein Kreativshop. Wir sind kreativ, wir sind Künstler. Wir laufen halt mit den Sachen rum und identifizieren uns nicht damit. Wir machen es nur uns persönlich und mir erst recht. Also mir erst recht ist aufgefallen, dass gewisse Vereine, gewisse Sachen nur sind und auch nur existieren, um Umsatz zu machen. Sie wollen nur verkaufen. Es sind also keine Fans und Freunde. Die wollen Umsatz machen, die wollen Geld machen. Ja? Und hat also mit dieser Kreativität, die wir an sich uns, also die wir schon haben seit über 40 Jahren, wir sind ja auch kreativ, wir wollen nicht. Also es geht hier nicht um Verkauf, es ist auch kein Verkaufssender. Hier werden die Figuren nur gezeigt. Ja, die werden gezeigt, aber wer, das kriegt ihr doch überall bei Amazon und so weiter. Wir kriegen sie aus Japan, wirklich aus Japan. Kann man hier oben auch sehen da. Ne? Das kommt wirklich aus Japan, ich finde es toll, wenn die japanische Post durch die deutsche Post uns, beziehungsweise mir, die Sachen geben. Ich finde es toll. Also deswegen macht es ja auch Spaß. Gut, wenn Kunden kommen, die wissen die Preise, die kennen die Preise und wir kennen auch die Preise, ich kenne auch die Preise und deswegen ist das immer so eine Sache, wenn ich so ein gutes Stück hier komme, nehme mit für einen Fünfer, für einen Zehner, kriege ich nie wieder. Ich meine, kriege ich sowieso nicht wieder. Ich meine, für einen Fünfer oder einen Zehner, ihr wisst genau, wie teuer diese Figur bei Amazon ist. Ja? Wenn ich jetzt sage, komm, nehme mit für einen Fünfer oder für einen Zehner und ein Kunde kommt, ich brauche, stehe ich da. Weil im Original bei Amazon etc. ab 30, 40, 50 aufwärts und wenn man Pech hat, sogar noch teurer. So, die Schaufenster sind auch wieder geändert. Da sind auch schon einige Sci-Fi Sideshow-Figuren drin. Ja, also Fenster ist jetzt so vorübergehend, weil soll auf E8 getrimmt werden. So, was haben wir denn noch hier? Ah ja. Auch hier aus Japan. Echt Japan, alles Japan. Ne? China. Also chinesische Schriftzeichen oder Japan. Ist aber wirklich aus Japan gekauft, nicht in China gekauft. Bei Bandai persönlich. Ja, Bandai persönlich. Also ne? Firma Bandai. Ich muss sagen, aber kam auch sehr schnell. War sehr schnell da, muss ich sagen. War sehr erfreut. Wie gesagt, dieser Death Trooper, den werde ich vielleicht jetzt am Wochenende mal zusammenbauen, wenn ich Lust habe. Ich bin ein Filmfreund, ich liebe Film, Fotofilm und selber Filmemacher. Stehe auch selber jetzt hier vor der Kamera und spreche mit euch. In 3 Monaten ist es soweit. 14 Sonntage und dann ist schon Weihnachten. Sowas heißen. Also die ersten 8 Sonntage, da fließt schon nächste Woche zum Beispiel, das wäre da um den 16. herum. Also ab dem 16.09. haben wir schon den ersten Weihnachtsmarkt, ja, in Ratingen, Kölner Straße, bei Schlei, Richtung Düsseldorf. Und macht richtig viel Spaß, wenn das Wetter so ist wie jetzt. Erst recht. Ne? Mal für eine Stunde, mal so in Weihnachten. Wisst ihr? Es stirbt irgendwie alles, es wird alles so kalt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hier, alles so kalt, so kühl. Jetzt momentan diese Totalüberflutung mit diesen Politikern, dieses Politische. Ich meine, Star Wars ist auch politisch, besonders E8, da geht es halt wieder auch halt politisch zur Sache, wenn ihr mal genau da umschaut. Also das Making-of hat Spaß gemacht, der erste Trailer hat Spaß gemacht von Star Wars. Und wenn man das so sieht, hat man wirklich den Wunsch, ich habe echt Lust, da zu arbeiten, egal, irgendwo von mir das Kabel legen oder was. Einfach in diesem Flair dabei zu sein, ist zwar ein anderer Flair, weil mit grünen Wand und blauer Wand und Kulisse, ich habe ja jeden Tag damit zu tun, aber
weil ich ja damit jeden Tag zu tun habe, musst du heute nämlich auch wieder etliche Fotos machen und dann verschiedene Kulissen ziehen. Das macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß, im Fotobereich, Filmbereich zu arbeiten. Nur die Frage lautet jetzt, weil man eine Firma ist, wie kann man jetzt etwas machen, auch visuell, dass es euch, vor allen Dingen euch Spaß macht, damit es euch Spaß macht, dass ihr zuschaut, dass ihr Interesse habt. Mensch, da gucke ich rein, der Armin, der hat da wieder was gemacht. Ja? Mein Name ist nun mal Armin, bin nun mal ein Alter und habe mein Alter persönlich und so weiter. Aber ich bin ein Kreativkünstler, bin ein Kreativmensch, der sehr unheimlich viel Spaß hat mit internationalen Menschen. Mit internationalen Menschen, weil, ne, wenn die ganz normal sind, ist das okay. Alles, was so Antifa oder Fascisti, oder ihr wisst schon, alles, was so angehaucht, alles, was so Pressur, ja, macht keinen Spaß. Ne, so eine Art Pressur macht einfach keinen Spaß. Aber was Spaß macht, ist halt, mit den Figuren zu hantieren, sich die Figuren anzuschauen, Filme anzuschauen, Galaxie, der zweite Teil der Marvel war ja unheimlich lustig, Valerian war nicht schlecht, kommt auch bald. Es gibt gute Filme, es gibt schlechte Filme. Die UFA feiert gerade 100 Jahre, Der Greifer 1930. Wie gesagt, es macht so viel Spaß, in einer Kulisse zu sein. In einer Kulisse zu sein mit Charlie hier, Charlie Chaplin oder Grievous oder Yoda. Ja? Das hier ist an sich nicht dazu da, um zu kaufen. Nein, es ist nicht dazu da, um es zu verkaufen, weil dann ist es ja weg. Dann ist es ja weg. Nein, gemütlich, ja. Also wir haben das zum Beispiel eingerichtet, beziehungsweise ich habe es eingerichtet, ich habe auch gestern noch mit dem Kunde gesprochen. Gut, wenn das Kind dann überwältigt ist, Mama, ist klar, dann kann Mama nicht arbeiten, ist klar. Ne? So, die andere Künstlerin, wie gesagt, die hatte Kopfhörer auf, hatte ihre guten und schlechten Zeiten geguckt, GSZ und so, weil sie da halt agiert und hat dann ihre Sets-Sachen da gemacht und war richtig voll. Gestern war richtig voll. Viele wussten nicht, dass das da Schauspieler sind, die da gerade arbeiten, weil wenn die da sitzen, die sitzen etwas länger. Normaler Bürger, der macht eben, so wie gerade auch, ein paar Fotos, ein paar Collagen und dann ist der normale Bürger meistens ja auch schon wieder weg. So, also wir sind hier so Multikulti, ja, vom Bereich Film, Foto, Fernsehen, Theater. Ja, was soll man noch anbieten? Wir machen so viele Sachen hier und das tagtäglich und ich frage mich, wen können, also ich habe gestern noch mit einem gesprochen, sagte auch, ja, was soll man denn da anbieten? Was soll man denn da machen? Außer jetzt wieder Werbung für ihn, weil er ist Sänger. Und jetzt habe ich heute Morgen zum Beispiel Werbung gemacht für Frank Zander. Frank Zander macht am 19.12. wieder sein Spektakulum für die Obdachlosen, was jedes Jahr nicht gerade schlecht, sondern super ist, aber viel Arbeit bedeutet. Und er sucht wieder. Frank Zander sucht wieder für den 19.12., dass da welche mitmachen. Meiner einer kann nicht hin, meine Truppe kann auch leider nicht. Wir sind hier involviert, hier in NRW, wir sind hier in dem Stadtkreis Stadt Essen eingebunden. Wir können nicht raus, wir können nur bis Dortmund und nur bis Düsseldorf, Düsseldorf-Dortmund. Wir sind der letzte Shop, die letzte Möglichkeit, noch einen Film, Fotokopien, Figuren mitzunehmen zum Geschenk, fürs Geschenk oder was weiß ich, vor der Autobahn. So, wir sind der letzte Geschäft vor der Autobahn. So, A40 Richtung Dortmund, A40 Richtung Venlo. Ja, zack, Düsseldorf, Venlo, alles, zack, zack. Das sind wir. Wir haben hier einen Riesen, ne, vor der Autobahn. A40. Ja, wer diesen Film jetzt mitbekommt, hier diesen Videoclip mitbekommt, wer sich jetzt meine Textursprache hier anhört, wovon spricht er denn da? Ich spreche von der A40 an der Autobahn. Wir haben hier diesen Film-Foto-Kreativ-Shop mit Star Wars Figuren und alles. Alles was A bis Z. Ja, von 0 bis jetzt. Ne, ob das, ne? Figuren aller Art und so weiter. Aber davon kann man ja nicht so leben. Das geht alles automatisiert. Durchs Internet wird das verkauft. Hier ist halt Kulisse. Wie soll man das erklären? Auch hier hängt der Trump. Trump wird neuer Präsident. Man soll sich nicht aufregen. Das ist Spaß. Freude, das ist halt. Ne? Trump ist halt Präsident. Also, ne? Dann haben wir dann die ganzen Bilder hier hängen.
von den Künstlern, die die gemacht haben. Ja, also wie gesagt, nur Leute, die selber Kunstempfinden haben, die selber kreativ, die selber irgendein Geschenk brauchen, so wie jetzt, wir sollen eine Sache machen, mit den E-Box, ja. Ja, zum Beispiel, also werden wir die Sache machen mit den E-Box. So, alle, die jetzt diesen Videoclip gesehen haben, seid total recht herzlich eingeladen, die restlichen Monate, September, Oktober, November und den Dezember. Wenn ihr Interesse, wenn ihr Lust, wenn ihr Laune, kommt vorbei, wir können sicherlich irgendetwas machen. Wir werden auch sicherlich irgendwelche Websites wieder ins Leben rufen, aber wir sind Dienstleister. Ich bin Dienstleister, ich stelle täglich her. Ich darf es nicht zeigen. Und ab sofort würde ich mich wirklich freuen, wenn irgendwelche Leute Lust hätten, was zu machen, dass wir das auch zeigen dürfen, eine Sendung. Ich hätte wirklich Interesse, eine schöne Sendung zu machen. Von mir ist egal von was, von A bis Z oder nur Star Wars, nur Star Trek. Über die Regie, ja, nein, ne? Welchen Regisseur soll man jetzt wieder nehmen? Sollte Disney einen Regisseur nehmen, einen Regisseur, so wie George Lucas die ganze Zeit Regie geführt hat. Oder wirklich dieses jedes Mal neu und dann, nee, doch nicht, lieber ein anderer. Darüber so zu diskutieren, das wäre auch eine tolle Geschichte. Egal, ich knicke jetzt, mach jetzt und sag Tschüss, macht's gut, würde mich freuen, lasst euch sehen. Wie gesagt, es muss nicht sein, weil ich habe jeden Tag zu tun, ich habe tierisch viel zu tun. Jetzt hier vor der Kamera zu stehen, zu sprechen, diesen Videoclip hergestellt zu haben, das ist ja auch Arbeit. Das ist gewaltige Arbeit, aber es macht unheimlich viel Spaß. Und diese Arbeit macht unheimlich viel Spaß. Und jetzt, wie gesagt, kurz vor Star Wars, 14 Sonntage ist Weihnachten und dazwischen kommt E8 und dann kommt Han Solo. 6 Monate später, wann wollen wir eigentlich mehr? Ne? Also, Freunde, macht's gut. Würde mich freuen, wenn ihr weiterhin schaut. Und ja, wenn ihr wirklich Interesse habt, ey, da ist ja alles. Hier ist ja alles. Kulisse, Kameras, Ton, Technik, Video etc. Hier ist einfach alles. Ja, weil hier alles ist, könnt ihr auch hier vieles machen. Der Preis ist heiß, ist klar. Alles kostet Geld. Aber darüber können wir reden. Und das ist das Schöne daran. Wir können darüber reden. Und wenn wir darüber reden, meine lieben Freunde, dann kommen wir auch zum Konsens. Wir kommen da hin. Ne? Wir hatten hier die DC-Leute. Unheimlich viel Spaß gemacht mit den DC-Leuten. Ja? Den Joker und so weiter. Ja? Ja, und dann hat man natürlich die ganzen Star Wars-Leute hier. Das hat auch tierisch viel Spaß gemacht, die ganzen Star Wars-Leute. Und gut. Und so sind wir nun mal. Wir sind nun mal Ultra TV, wir sind nun mal der Sondersender NRW TV. Wir machen das schon seit 1995. Seit 1990 macht das jeder. Aber die ersten 4 Jahre von 95 bis 99, die waren so gigantisch. Die haben so viel Spaß gemacht, dass wir es heute immer noch machen. Und es ist seit 1966 unser Beruf. Seit 1966 ist das unser Beruf. Man könnte mal drüber nachdenken, wie alt man ist. Okay, in dem Sinne, ich zisch ab. Warum geht die nicht auf?